Cookies, Comic Cookies, lecker. Das sind die Comic Cookies mit der Episode 67. Das ist eine Weihnachtsepisode. Und zuständig für das Niveau und für den Tee ist heute die Kati. Hallo. Der Matthias bringt uns heute unglaubliche Geschichten bei. Smash mich nochmal. Hallo. Und die Lega-Legende ist schon eine alte, wie sag ich denn das jetzt? Geschlechtsneutral. Eine altbekannte. Eine altbekannte Größe. Ah, oh, ja. Genau. Oh. Das klingt erhaben. Hallo. Gut, dass wir hier Leute mit Abitur am Tisch haben. Erhaben, da muss ich ja so sagen. Hallo. Oh, hallo. Hello again. Ja. Ja. Zu was haben wir uns denn hier zusammengefunden, Matthias? Zur Weihnachtsepisode. Der Comic-Cookies. Das hast du aber sehr gut wiedergegeben. Ich glaube, zur Episode 67 war es. Wir hatten in Episode 65 war es, meine ich, hat man mal ganz kurz erwähnt, da gibt es so ein alternatives Universum. Und da sollte uns der Matthias so ein bisschen von berichten. Er ist dort gewesen, soweit ich es verstanden hatte. Der hat es ausgelöst. Ausgelöst hat es eigentlich der Michael, aber ich stamme von dort. Also eigentlich seid ihr hier das parallele Universum. Gut. Und darum geht's heute. Genau. Dann erklär uns doch mal, wie das überhaupt entstanden ist. Also Moment, erstmal müssen wir noch klären, wir sind hier wieder in der Stadt am Rande des Universums. Genau. Und da ist was, Michael? Die Amy auch anwesend, ach, unsere Nachbarskatze. Ich glaube, das meinst du. Nicht nur Geschichte bei. Das ist so. Das war jetzt warte mal. Unwichtige Sinn. Ja, aus vielen Geschichten, auch beim Neil Gaiman, ja, die Katzen immer ja, die Universenwandler, die genau von Variationsebene zu anderen Dimensionen. Also sie wird auf jeden Fall heute ein bisschen ein Auge drauf haben, dass es nicht zu sehr ausartet. Genau. Zu fischig wird es. Es ist halt so, dass in der Stadt am Rande des Universums. Ja, Fisch gab es heute schon. Ja. Sie ist auch gleichzeitig Torwächter und Schlüsselmeister. Deswegen machen wir jetzt erstmal kurz den Jingle. Neues aus der Stadt am Rande. Wo ist denn meine bedrohliche Stimme? Kann ich mal meine bedrohliche Stimme mit. Wo ist die bedrohliche Stimme? Und dann sagen: braucht. Neues aus der Stadt am Rande des Universums, Matthias. Heute Neues aus dem. Am Rande des Universums. Moment, neuer Versuch. Heute Neues aus der Stadt am Rande des Universums. Das war doch mal sehr schön. Gut, und ohne mit Zug mit Augen ohne Ablenkung ging es auch. Also es ist natürlich bei uns immer ganz kurzer Disclaimer so, dass die Weihnachtsfolge nicht ganz so ernst zu nehmen ist und dass da auch mal ein bisschen das sonst sehr starre Programm etwas aufgelockert wird. Genau. Gut, dass ich über meine eigenen Witze lachen kann. Ja, vor allem, wenn du dauernd lachst, muss ich auch lachen. Ich muss mal einen Kaffee trinken. Also in diesem Universum war ich noch in keinem Podcast zu Gast. Ja. Genau. Also Matthias war schon zu Gast, aber immer nur in, mein Mikro ist sehr locker, in so. Die Zunge ist auch sehr locker. Ja. Nach Kinofilmen im Interview, aber noch nie genau. Jetzt hier stationär in einem großen Podcast. Hier stationär. In unserem Studio am Rande des Universums. Also hier in diesem Universum, ja. In diesem abgelegenen, gottverlassenen Ort. Genau. Ja. Aber auch genau hier am Rande des Universums hat das Ganze seinen Lauf genommen. Einmal mit Profis ab. Ja. Ja. Ich bin von Amateuren umgeben. Ich glaube, Professor Dr. Matthias wollte was sagen. Ja. Entschuldigung. Genau. Ja, hier hat eigentlich auch alles angefangen, als der Michael, als hier unsere Legende bei einer Aufräumaktion einen alten Flyer aus dem Jahre 1996 gefunden hat. Das ist ein Codenamen verraten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, der T-Piept. Warte mal, dann machen wir dich mal ganz kurz. Du bist die CC2. So. So. Oh. Ich höre die 2 gar nicht mehr. 2? Hallo? Ich höre nur noch den T-Piepsen. Jetzt sind wir nicht mehr die fantastischen 4, sondern nur noch die fantastischen 3 plus Katze. 3. The Warriors 3. Aber dann bitte vor Tor 3. So. Ich nehme den Umschlag und Tor 2.
Mhm. Ihr kommt gerade auf die Geschichte, gell? Ihr wollt drum rumschiffen. Was war denn jetzt mit dem Flyer? Also, genau, erzähl. Genau, also, beim Aufräumen fand unsere Legende einen alten Flyer. Also eine Legende sagt, dass unsere Lega-Legende beim Aufräumen einen Flyer fand. Erst die vier, oder? Können wir die auch mal kurz abdrehen? So. Vier gewinnt. Ja. Und dann? Was stand da drauf? Weißt du es noch, was auf dem Flyer stand? Ich meine, es ist ja immer in einem anderen Universum passiert. Also, Weißt du es noch? Was stand drauf? Auf dem Flyer 96 T3 Alex Ross. Alex Ross war das, genau. Da hat der Alex Ross in einem Comicladen T3 signiert. Darüber war der Flyer die Werbung. Genau, dafür. Genau. Dann fragten wir uns natürlich, ja, das ist ja schön, dass du uns das im Jahre 2017 erzählst. Ja, und in dem Moment fiel mir ja ein, was ich noch im Keller stehen habe. Und habe halt mal kurz die TARDIS angeworfen. Mhm. Und bin zurückgereist in das Jahr 96, um mir ein Autogramm. Stimmt, so hat es angefangen. So kam es raus, sagen wir mal so. So habe ich es euch erzählt, ja. Ja. Weil ihr wisst es ja nicht mehr, es ist ja vorher passiert. Wir haben ja keinerlei Erinnerung dran. Manchmal hat man so Träume dann höchstens oder so eine Art Déjà-vu. Ein Déjà-vu ist ja auch nur etwas, was in einem anderen Universum passiert. Oder wenn in der Matrix etwas umgeschrieben wird. Der, genau. Der Doktor, wer heißt der? Welcher? Aus Fringe. Walter Bishop. Walter Bishop, genau. Dr. Walter Bishop. Der hat mir das mal so erklärt. Also zumindest in diesem Universum heißt er Walter Bishop. Und ja, ja. Okay. Ja, so. Wobei der hieß auch in einem anderen Universum. Aber das war ja alles nur, das war ja alles nur fiktiv. Ich glaube, der hieß Walter Bishop. In einem der unendlich vielen Universen. Smash Bob. Ja. Smash Bob. Ja, und dann bin ich ins Jahr 96 gereist. Ja. Und habe mein Autogramm von Alex Voss geholt. Mhm. Und bin zurückgekehrt. Das hat er erst nur mit einem Kommentar, dass er eins hat, verraten. Aber dann musste er die Geschichte erklären und damit hat er es uns verraten gehabt. Mhm. Ja. Oh Mann, ja. Und durch die Verwunderung, die mir auf... Bisschen nach oben drehen. So. Durch die Verwunderung, die mir aufgefallen ist, als auf einmal eine Person weniger in unserer Chatgruppe war. In unserer Telegram-Chatgruppe. Und wo ich mich gewundert habe, ja, wo ist denn der Smarshall hin? Da haben wir gesagt, war der jemals in unserer Gruppe? Genau. Da haben wir uns inhaltlich das erste Mal gewundert. Ja. Inhaltlich. Gut, hat er sich denn vorher immer sehr rege an den Diskussionen beteiligt, oder? Ja, müssen wir jetzt eigentlich unseren Zuhörern noch kurz erklären, wer der Marshall oder das Marshall ist? Das kannst du gerne machen, ja. Nee, dann erklärst du mal, wer der Marshall ist. Und ich erkläre dann, wer das Marshall ist. Genau. Einfach, ich sag, der Marshall war hier schon zu hören. Stimmt. In Podcast war der Marshall schon dabei. In wenigen Episoden, aber den hat man schon gehört. Und in der Comicwelt. Zuletzt in der Folge mit dem Horst. Also in der Splitter-Episode diesen Jahres. Das ist die Episode, wo jemand während des Podcasts eingeschlafen ist. Das war der Marshall. Der Marshall. Dem Marshall wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Dafür ist es heute Matthias passiert, kurz bevor er hierher gekommen ist. Über den Wirrweg in die Stadt am Rande des Universums ist er vorher erst mal weggeratzt. Genau. Darf ich die Nachricht vorlesen? Ich muss kann man die Firma kurz ausdrehen? Nummer zwei ist oh wieder Mann, da. Oh Mann, bin eingepennt und habe verschlafen. Fahre jetzt los, circa eine halbe Stunde. Und dann bin ich über den Wirrweg gefahren, in der Stadt am Rande des Universums. Ja. Zum Glück ist er hier gelandet. Ja. Ja. Trotz die zwei aller Wirrwege. Sind auf Irrweg. Ja. Die zwei ist wieder da. Ja, und so, und wie ich dann herausfinden musste, ist in diesem Universum... Lass mal das eine leer trinken. Brüll dich doch, mein Liebchen, am besten. Oh Gott. Hat denn die... jetzt... Liebster? Was? Ich habe gerade mit mir selber gesprochen, manchmal, aber nur im Podcast. Okay. Also musste ich herausfinden, dass in diesem Universum, in dieser Zeitlinie hier, der Marshall noch nie ein Smartphone besessen hat. Mhm. Was für mich schockierend war, weil in der Zeitlinie, wie ich sie kannte, hieß er nur der Marshall. Die du dann auch nie genannt hast? Dazu kommen wir noch. Entschuldigung, jetzt wollte ich vorweggreifen. Um Gottes Willen. Ja, und Spoiler. Genau, Spoiler. Hierzulande heißt das ja Poiler. Nee, wenn du die Poilers meinst, dann gehe ich in zwei Wochen aufs Konzert. Ach so.
Nein, keine halben Hähnchen. Habt ihr noch Alkohol da? Den trinkst du gerade schon. Was meinst du, warum du so giggelst? Sonst halte ich das nicht aus. Ich mache den Tee immer mit besonders viel Alkohol, wenn Gäste kommen. Der riecht übrigens sehr gut. Was ist denn das? Das ist nicht lustig Tee. Oh, das erklärt einiges. Ja. Ja. Oh, also kommen wir wieder zu der Veränderung der Zeitlinie zurück. Ja, und dann, weil in der ursprünglichen Zeitlinie, im anderen Universum, war er nämlich der Erste, der ein Smartphone von uns allen hatte. Und also er hat auch schon mindestens dreimal das Internet ausgedruckt. Ja, und über sein Smartphone. Ja. Weil er ja so modern ist, dass sein Smartphone auch einen eingebauten Drucker hat. Genau. Genau. Und bei Pokémon Go muss auch er das ganze Internet aufs, gut, man kann es jetzt nicht sehen, aber auch so auf so, ihr müsst euch vorstellen, Kassenpapierstreifen. Genau, Kassenrollen. Kassenrollen. Ja. Kassenbon. Ja. Die haben dann am Ende auch immer diese rosa Streifen. Genau. Ja, er hat auch bei Pokémon Go keine Pokémon gefangen. Die Pokémon kamen selbst alle zu ihm. Also. Ja. Ja. Er hat sie ausgesetzt. Wobei die da ja, genau. Wobei die da ja auch Spokémon heißen. Die Spokémon. Ja. Nee. Apropos, Pokémon gab es schon vor der Veränderung der Zeitlinie. Kurz off-topic. Ich habe heute einen Trailer gesehen über eine Niantic-Zusammenarbeit mit Warner Bros. Über ein Harry Potter-Spiel. Ja, wobei ich noch nicht weiß, ob das auch so ein Augmented Reality-Spiel werden soll, wie Harry Potter, genau. Pokémon Go oder so ähnlich. Augmented Reality soll es sein, aber ja, gut, ist noch eine Planung. Ja, wo du dann wohl auch mit Zauberstäben gegen andere kämpfst. Hm. Ja, ja. Da sollen sie erstmal die Pokémon-Kämpfe in Pokémon Go einführen, bevor sie irgendwelche anderen Spiele entwickeln. Möchte man, war das natürlich umgekehrt, aber das Spiel zuerst da. Wahrscheinlich. Aber nicht so erfolgreich. Aber das musst du erzählen. Ja, ja, und dann haben. Genau. Aber genau, du hast gerade schon wieder gespoilert. Da hieß das Prinzess. Du hast schon wieder gepoilert. Du hast den Namen gesagt. Oh, ich habe den Namen. Oh, verdammt. Naja. Schneide ich nicht raus. Okay. Könntest du es vielleicht überpiepen? Mal gucken. Ja, dann habe ich ganz erschreckend festgestellt, dass ich durch meine Zeitreise und das Autogramm von Alex Ross die Vergangenheit verändert hat und der Marshall niemals zum Smarshall wurde. Ja. Interessanterweise hat ihn dieser Name auch in der anderen Zeit unsere Legende gegeben. So wie auch, als ich hier erzählt habe, sofort er auf den Namen kam. Also irgendwie habe ich doch so die Befürchtung, dass die Legende vielleicht wirklich eine Legende sein könnte. Oder noch stärker ein Elder of the Universe. Also in diesem Universum ist ja das Blöde, dass wir uns gar nicht an die anderen erinnern können, aber ja. Ich alles, was ja nur Matthias berichtet. Nur ich kann es. Ja. Ja. Und ich meine, wir wissen, und wie wir als gute Comic-Fans wissen, hat jede alternative Zeitlinie, jedes andere Universum einen Namen. Ja. Also aber haben könnte wir der denn sein in dem Fall? Also haben wir uns in diesem Fall darauf geeinigt, wir nennen das Universum den Smashpoint. Smashpoint. In Anspielung auf den Smarshall und auf den Flashpoint. Mhm. Ja. Ah. Ja. Gut, dass du es nochmal erklärt hast jetzt. Ja. Aber so wie Munich in Deutschland München heißt, in anderen Ländern wird es anders genannt, so heißt auch nur Munich. In unserem Universum diese Dimension Smashpoint, oder? Oder gibt es noch in anderen München. Universen, wo es auch Smashpoint heißt? Oder heißt sogar in allen Universen Smashpoint? Das weiß ich nicht. Ich habe ja im Anschluss die TARDIS vernichtet, um nie wieder die Zeit zu verändern. Ach so. Es gibt noch Mandalorian. Da habe ich aber die Autoschlüssel verlegt. Also dann bleibt nur noch die Telefonzelle von Bill und Ted. Ja. So, jetzt kommst du. Da muss man aber amerikanische Münzen reinwerfen. Die haben wir gerade nicht parat. Ja, haben wir. So. Verdammt. Mist. Ich besitze übrigens den Sportalmanach. War mit dem Original Kassenzettel. True Story. Echt jetzt? Ja. Jetzt ist es raus. Fohlen.
Es hat zwar jetzt auch nichts damit zu tun, aber. Doch, in gewisser Weise schon. Wir machen nachher ein Foto dann. Hast du ja, das ist cool. Das gerne. Ist cool. Das Moment, cool. Und das erzählst du mir, nachdem ich die Tat zwischen. Wie gesagt, ja, der ich DeLorean bin ja froh, wäre dass ich noch den gerettet habe, bevor du da alles zerstört hast. Aber weißt du, dass uns das heute alle nicht mehr reich macht, weil er bis 2000 reicht? Leider, ja. Ja. Bisschen zu spät. Ja. Moment, vielleicht finde ich ja doch irgendwo noch die Schlüssel vom DeLorean. Nee, klapp Batterien an. So, was war denn da noch so anders im Smash Point? Also im Smash Point ist zum Beispiel der Justice League schon, Film schon längst im Kino gewesen. Oh, ja. Von vor den Avengers. Von vor den Avengers. Entschuldigung, allerdings, ich hab das falsch betont. Allerdings, am Ende sterben aber eigentlich alle und dann kommt Wolverine und ist der Held. Ach so. Und integriert sie ins Marvel-Universum ist ja kein, und alles ist, ja kein, ist gut. Ist ja kein Spoiler, ist ja... Ich erzähl ja nur, wie es im Smash Point war. Hier kann es ja anders sein. Ja. Also man muss auch für die Zuhörer sagen, alles, was der Steffen oder ich sagen, das sind nur Vermutungen oder beziehungsweise möchte gern wissen. Der Einzige, der wirklich da war, ist der Matthias. Also wenn ich jetzt sage... Vielleicht sollten wir noch jemanden einladen, der sich mit Smarvel-Filmen auskennt. Ja. Ja. Oder SDC-Filmen. Aber... Ich glaube, du hattest auch mal angedeutet, der Smarshall hätte seinen eigenen Verlag gehabt, seinen eigenen Comic-Verlag im Smash Point. Wie hieß der? Das war, glaube ich, der best funktionierendste Verlag zumindest in Deutschland, weil Panini kannte ich gerade, das mal auch zu den vielen Sachen, die ich googeln musste. Entschuldigung, hier heißt es ja Google. Und zwar Martial Arts. Hey, also diese verschiedenen Zeitlinien, der Marshall möchte ja zukünftig auch einen Verlag gründen. Wir sollten ihm da mal einen Tipp geben. Hm, dass wir den dann einfach Martial Arts. Hierzulande dann Martial Arts, Martial also dieser Arts, Universum. Ja, ich glaube, Martial Arts versteht hier auch niemand außer uns. Außer die Smarties Boys, ja. Ja. Warum heißen hier eigentlich Smarties? Das verstehe ich auch nicht. Endlich müsste es doch hier Martys haben. Im Smash Point hießen die Martys. Ja, aber überlegt euch mal, dass dann im Smash Point auch SM und M's gegessen werden. Also. So. Ja, das stimmt. Da würde ich dann doch lieber die Smarties nehmen. Was war denn mit Spawn im Smash Point? Spawn. Also die ganzen Onda-Ausgaben, Spawn, die ich hier habe. Die gab es da drüben auch. Die waren da Sonderausgaben. Weiß gar nicht, ob das jetzt witzig ist. Aber wir lachen pro Wir lachen einfach mal. Also Hörer lachen ja nichts auch. Ja, also im Smash Point hat keiner geslacht, aber hier haben sie alle gelacht. So. Ja, ja. Ungefähr. Und den größten Hit des Smash Points habe ich vorhin sogar schon zur Einladung gesungen. Von Mark Forster. Smash mich nochmal. Ja, wer kennt ihn nicht? Smark Forster. Ja, also es wird immer... Alle die Dimensionen wechseln, den wird immer gebeten, also da wird immer darum gebeten, dass die nichts von der einen zur anderen mitnehmen, um es dann zu vermarkten. Ja, aber zu versmarkten. Und der Mark Foster hat es vermarktet und hat es dann krass gesmasht. Sollen wir nur noch ein bisschen Alkohol in den Tee schütten? Ja. Oder ein bisschen Tee in den Alkohol. War jetzt zu wenig. Das wäre hilfreich. Ja. Das ist zu wenig. Ja. Jetzt haben wir gerade mal 17 Minuten rum und schon den kompletten Smashpoint auserzählt, oder nee? Ach nee, da gibt es noch was. Nicht. Gut. Lange nicht. Ich meine, da das Marshall da unser großes Idol war, ja, gab es natürlich auch Smarshall-Witze. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, die kennt hier niemand. Und dann stand auf neulich ein Kollege da und erzählte mir so, übrigens, Chuck Norris wurde nur von einer Schlange gebissen und nach einem mehrstündigen brutalen Kampf fiel die Schlange tot von ihm ab. Da war mein Kommentar nur, den kenne ich, das ist ein Smarshall-Witz. Und dann habe ich erstmal gegoogelt und habe gesagt, herausgefunden, ja, hier heißen, sind alles, was Smarshall-Witze waren, sind hier ja Chuck Norris-Witze. Ja. Also kenne ich die ja alle. Und in letzter Zeit wurden die hier auch ganz gerne als Martin Schulz-Witze verkauft, gell? Martin Schulz? Ja. Wieso? Eier der. Ach so, ja, genau. Ja. Wer hat das gesagt? Bei Eier der. Die Jürgen. Der Jürgen. Von der Slippe. Ja. Also, hier heißt du von der Lippe, aber... Hier heißt er von der Lippe, ja. Ja. Stimmt, ja genau. Ja. Bist du dir sicher, dass du nicht vielleicht im Slashpoint warst oder so? Weil ich so gern Slash-Eis mag, das kann sein. Oder weil er Riesenfan von Slash ist. Ja, ja? Genau. Genau,
Das kann, ja, kann sein. Aber wir können das jetzt ein bisschen so machen, dass wir das mal so ein bisschen auflockern noch und einfach mal uns ein paar Geschichten noch aufheben und zwischendurch einfach mal eine Runde irgendwas spielen. Das machen wir ja auch ganz gerne mal. Das Mensch ärgert dich nicht. Wir sind ja nicht im Smash Point. Oder das Monopoly. Oder hier in diesem Universum einfach Schach. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas mit Smanos Maso. Also wir spielen ganz gerne in der Weihnachtsepisode spielen wir Spiele. Und ein Klassiker ist dabei natürlich, wer bin ich? Und warum? Du bist der Steffen. Aber das frage ich mich jeden Tag. Das hat erst Michael. Ach nee, der Michael extra. Ich dachte, wir sollen den Namen nicht sagen. Ja. Die ist mega Legende. Ach. Kuli habe ich hier bereit liegen. Das klingt das ja so, als würde er eigentlich Mega-Legende heißen. Mega-Legende. Die Mega-Legende. Kurze Info an die Zuhörer. Ja. Pause. Die Legende muss noch was aufschreiben. Was nehme ich denn? So, also wer bin ich, lieber Hörer, geht jetzt halt so. Ich meine, die Stammhörer aus den letzten Jahren wissen es ja schon. Also wir haben uns jetzt alle schon irgendwelche Klebezettel vorbereitet. Der Michael, der schreibt mir jetzt auch gerade noch ein und klebt ihm dann einen. Genau. Klebt mir dann eine. Ich kann mich gar nicht. Und im Grunde geht es so, der Erste fängt an, stellt Fragen in die Runde, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um circa 30 Minuten. Ja, das ist ja das Schöne am Podcast, dass wir praktisch oben End haben. Weil Michael sich nie entscheiden kann. Ach so, hab ich jetzt zu früh eingeschaltet wegen dir? Ach, warte mal. Ich entscheide mich einfach. Warte. Spontan in den nächsten 40 Minuten. Schwarte. Achso, ich schreibe auch so. Ich schreibe auch hochkant. Also zum Beispiel kriegt er jetzt einen Zettel auf den Kopf geklebt und dann steht dann drauf Smarshall und dann muss er erraten, dass er der Smarshall ist. Genau. Dann sage ich, komme ich aus Smash Point? Ja, dann kann ich ja nur der Smarshall sein. Zum Beispiel. Das war jetzt ein sehr schönes Beispiel. Und ich glaube, ihr könnt euch schon alle denken, was meine erste Frage wird, wer ich sein könnte. Snickt. Ja, sowas würde ich ja am liebsten auch machen, aber das ist ja dann leider zu schnell gelöst. Aber ich weiß, ich hoffe, aber doch. Glaubt das nicht. Manchmal steht man so auf dem Schlauch. Ja. Und das ist jetzt ein Spiel, da kann man auch gerne mal zwei Runden noch spielen. Also jetzt eine und später dann nochmal eine. Wir haben dann aber noch eine andere schöne Sache. Mal gucken. Ist ja ein bunter Spieleabend heute. Die Fotografin fotografiert auch. Ja. Die Fotografinistin. Ich muss einfach nur mal ein Foto machen, damit man vielleicht nachher sehen kann, wie lustig das aussieht. Sieht nämlich aus, als hätten die Jungs jetzt Schirmmützen auf mit diesem Zettel oben an. Deiner klebt am Glas. Ja. Bei dir auch? Du kannst oben rein. Sehen. Ja. Mach nochmal ganz kurz ein bisschen höher. Also ein bisschen höher, Moment. So, und jetzt wieder runter. Das kann man immer im Podcast super artikulieren. Oh, scheiße. Was? Was sagst du? Schalte darfst du sagen, wir sind explizit. Okay. Oh. Oh darfst du auch sagen. Oh darf man auch sagen. So. Also ich weiß nicht, ob es hält. Nur halten, nee, wird es nicht halten. Da wird es dann kritisch. Ich glaube, es wird schwierig mit dem Halten. Also ich weiß. Oh je. Ich sehe vor allem nichts, aber das macht ja nichts. Ich muss euch ja nur hören. Das ist sehr schön. Zeig mal. Ich kann es lesen und weiß so. Nicht mal, was es ist. Also ich weiß, dass einer weiß, wer es ist. Ich weiß das, hoffentlich. Ich hoffe es. Also, nimm bitte nichts zu Fieses, weil wenn ich es dann auch nicht weiß, ich blamier mich. Dann fangst du an mit dem Fragen. Das wollen wir ja alle nicht. Soll ich mal anfangen? Fang du mal an. Bin ich menschlich? Nein. Gut, und bei Nein geht es dann immer weiter. Dann würde ich jetzt Ach so. Die... Kannst du es lesen? Weitermachen. Darf ich dasselbe fragen? Ja, natürlich. Okay, ja, dann frage ich auch mal, ob ich menschliches Wesen bin. Nein. Bin ich Wolverine? Nein. Ach, jetzt bin ich schon dran. Schnelle erste Runde. Bin ich menschlich? Ja. Hey, cool. Ich bin menschlich. Das erste Jahr. Du fällst aus der Reihe. Das sagt sonst nie jemand zu mir. Das ist das Schönste, was jemand zu mir gesagt hat, dass ich menschlich bin. Bin ich männlich? Ja. Ja.
Das habe ich auch noch nie gehört. Jetzt wolltest du es aber herausfordern. Jetzt kommt noch, bin ich attraktiv? Bin ich attraktiv? Nee. Was ist das denn jetzt? Ah. Wer hat denn hier das Handy an? Ja, keine Ahnung. Meinst du nicht? Macht mal eure Handys aus. Oder nicht aus, aber zumindest... Schmeißt sie weg. Schmeißt mal alle eure Handys. Schmeißt mal eure Hat Handys. Auch was von Smash Point. So. Also, es war ja eben das letzte Nein. Nein. Also bin ich im weitesten Sinne ein Tier? Ja. Bin ich der Goofy? Leider nicht. Ich Nein. Gern genommen. Ja. Im wahren Leben schon, aber in dem Fall nein. Das wäre dann auch zu einfach gewesen. Und was bist du auch nicht? Also ich meine... Alles andere. Genau. ja, also bin ich ein Tier? Ja. Ja. Ja, super. Jetzt wäre es klug herauszufinden, welches Tier. Ja, das denke ich mir auch gerade. Aber die Frage ist so blöd zu formulieren mit Ja oder Nein. Ach so, was bin ich denn für ein Tier? Was ja. bin ich für ein Tier? Ja. bin ich ein schönes Tier? Ja. Ja. Wie soll man das denn jetzt beantworten? Die einen sagen so, die anderen so. Ja, doch. Bin ich ein Tier, was man sich auch als Haustier halten würde? Ja, würde man. Bin ich eine Katze? Nein. Okay. Die Amy ist eine Katze. Die liegt auch hier noch neben. Nein, Matthias, ja. ist nicht Wolverine. Die Frage habe ich schon gestellt, so. Aber nickt. Es nickt. Er bist auch nie X23. Die Frage habe ich ja nicht gestellt, jetzt hast du schon gespoilert. Ja, schön. Komm, ich will dir ein bisschen helfen. Bin ich ein Mensch? Warte mal, müssen wir mal gucken. Nee. Nein. Ach ja, da ist ja jetzt eine Runde hinten dran, du hast eine blöde Fragerei. Entschuldigung. Naja, weil die Menschfrage haben wir jetzt alle schon gestellt. Ja. Und ich bin einer. Und was für einer? Spoiler. Ach Quatsch. Smoiler. Bin ich der Dicke aus Mulan? Ja, nein. Weil er so. Also wisst ihr, wen ich meine? Der Dicke aus Mulan. Ja, aber bist du nicht. Stell mir gerade vor, wenn er so auf dem Zettel steht genauso, steht genauso im Abspann. Weißt du, der Dicke aus Mulan? Volle von Nein, bist du nicht. So. Oh. Wackelt. Es wackelt. Bin ich eine Katze? Nein. Nein. bin ich ein Hund? Nein. Nein. Ach, schade. Bin ich ein Tier? Ja. 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 Ach so. Dann? Bin ich schon mal in einer Comic-Verfilmung im Kino vorgekommen? Das müsst ihr jetzt sagen. Ja, ich bin gerade am Überlegen, raus. Ob das im Kino war. Also, es gab einen Film dazu. Wahrscheinlich. Ja, ich sag mal. Ja. Das ist ein Jein. Ja. Also, ich. Okay, aber. Vermutlich ja. Es ist kein Marvel-Film. Also, es ist kein Marvel-Film. Ja. Das ist ja. Ja, okay. Ist es kein Marvel-Film? Ja. Ja, so hat er es ja schon so gefragt. Ja, denkt an doppelte Verneinung. Das kann zu Verwirrung führen. Mhm. Ich denke an doppelte Verneinung. Doppelte Verneinung. Disney? Nein. Bin ich das von. Das wüsste ich jetzt gar nicht, was das wäre. Aber gut. Ich weiß es. Okay. Also, wem das. Ja. Ja, 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 mach mal weiter, du. Jetzt würde ich es am liebsten wissen. Bin ich von Disney? Nein. Im weitesten. Ach so, naja. Ja. Mittlerweile, ja. Mittlerweile, jetzt also weiß es ja. Nee, ich weiß immer noch nicht, wer ich bin. Nee, aber. Aber welches Universum es ist, könnte ich vielleicht näher glauben. Bin ich von Star Wars? Nein. Ah, ich bin nicht von Star Wars. Ich habe. So, was habe ich gefragt, ob ich ein... Das, was habe ich gefragt? Das ist Gollum, was du gerade meintest. Das ist noch nicht. Was habe ich denn in der letzten Runde gefragt? Ich muss mir vielleicht sollten wir uns das aufschreiben, ne? Katze? Hatte ich gefragt, oder? Ich glaube, du hattest gefragt, ja. Ja. Also Katze war es nicht. Wie ist meins hält voll, ne? Ja, weil bei dir ja auch unter bin ich ein Hund? Kopf. Nein. Was hast du gefragt? Ob ich ein Hund bin. Ach so.
Und Goofy bist du auch nicht, das hast du nämlich auch schon gefunden. Ja, das wäre ja einfach. Aber da, also, warte mal. Ja, jetzt haben wir leider nur einen Stift, aber ich brauche gar keinen. Ich brauche auch noch keinen. Ja, ich bin ja vergesslich, deswegen. Deswegen weißt du nicht, dass ich keinen Stift brauche. So. Ich sehe irgendwie gelb. ich kann es dir unter den Helm bringen. Ja, machen wir es mal unter den Helm, bitte. Mach mal hoch. Und wieder runter. Jawohl. Ah, sehr schön. Befreiend. So. Ja, mir fällt keine Frage ein. Na, dir wird doch wohl noch ein Tier einfallen. Bin ich ein Vogel? Nein. Aber du hast einen. Ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug? Nein, das, ja, ist genau. Das war nicht die Frage. Naja. Okay, also ich bin ein. Und ich bin ein Tier. Ich war eventuell schon mal im Kino. Ich gehöre nicht zu Disney. Liebe Hörer, Sie hören nichts. Es ist beabsichtigt. Eigentlich müssten wir, das blöd, dass ich jetzt das Kabel nicht dabei habe, sonst müssten wir immer die Jeopardy-Musik noch einspielen. Ja, das funktioniert ja auch so. Da ist er doch eingespielt. Bin ich ein Hund? Ich habe noch eine Blockflöte. Nein, nein. Ja, geh mal holen. Ich kann aber nicht mehr spielen. Die spielt nicht zu viel Alkohol im Tee. Hast du einen im Tee? Du bist legendär dran. Ich bin. Jetzt kommt's gleich. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, was ich weiterfragen soll. Legendär. Ja. Ich bin aber nicht der Barney. War das jetzt eine Frage? Nein. Du hattest ja schon, ich bin schon ein Universum ausschließen können. Genau. Jetzt fällt mir aber gar nicht außer Disney selbst ein, was noch alles dazugehört, außer Miramax. Außer Miramax. Ja, ist ja auch den, oder? Ja, ist das auch? Miramax im Schwimmbad. Miramax, Touchstone zum Beispiel. Das ist alles. Aber. Auch. Aber ich glaube, ihr meintet was anderes. Aber ich glaube, ich stehe nur auf dem Schlauch. Ich glaube, das ist ganz offensichtlich. Das kann heute lange dauern. Oh, Entschuldigung. Tee verschüttet was. Stille. Ist denn die Antwort, dass man ein Mensch ist, auch, dass man ein echter Mensch ist, oder kann das auch ein Zeichentrick Mensch sein? Das kann auch ein, also. Bin ich eine Zeichentrickfigur und dort ein Mensch? Das sind ja zwei Fragen auf einmal. Also ich meine, bin ich eine Zeichentrickfigur? Ich weiß ja schon, dass ich ein Mensch bin. Ja. Gut. Auch. 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 Ursprünglich, hauptsächlich. Meistens. Frag danach. Bin ich hauptsächlich ursprünglich eine Zeichentrickfigur? Nein. Gut. Ach so. Pause entstand aus einem anderen Grund. Bin ich ein Vogel? Nein. Nein. Außer dass ich einen. Naja, dann hatten wir vorhin auch schon mal. Ja. Also kein Vogel. Hast du schon gefragt, ob du ein Vogel bist? Nee, aber. Nein. Den Witz. Ich hatte das gefragt. Ach, stimmt. Ja. Aber jemand auch fragt nein. immer die Sachen, aber die er. Aber ich bin doch ein Tier, ne? Ein Tier hatte ich ja schon. Ja. Ja, du bist ein Tier. Tier bin ich. Du bist sehr animalisch. Ja. Oh. Ah. Ah, jetzt ja. Ah. Okay. Danke für den Tipp. Gut, also dann frage ich jetzt auch mal, ob ich vielleicht zu Disney gehöre. Ja. Ja. Ist das nicht schön? Das ist schön, oder? Das ist nämlich auch Disney. Das ist, also. Ja. Ja. Ach so, ja. Nur so als Tipp, aber das ist also. Ja. Ich gehöre nicht zu Disney. Ja. Nee, du nicht. Dann wäre es ja jetzt geil, wenn ich als nächstes fragen würde, kam ich in einem Film vor? Ja. 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 Naja, wäre dann ja die Antwort, wenn du es fragen würdest. Ja, ich. Ja. Ich überlege mir noch, ob ich das frage. Gut. Hebe ich mir mal nochmal Joker auf. Ne? Es gibt ja auch Disney-Charaktere, die. Hauptsächlich in Comics. Ich ein Frosch? Nein. Nein. Schade.
So, ich finde es auch schade. So, ich bin ein Tier, ich gehöre nicht zu Disney, ich bin kein Hund. So. Aber ich muss ja wahrscheinlich männlich oder weiblich sein. Also bin ich ein männliches Tier meiner Art? Ja. Weiß ich gar nicht. Ja. Bin ich der Esel aus Schreck? Nein. Es ergeht übrigens folgender Aufruf an die Hörerschaft. Also ihr könnt natürlich immer mitraten und dann einfach mal in die Kommentare schreiben, wann ihr es hattet, bei welchem Tipp. Genau. Ja. Das ist gut. Jetzt bin ich auch eine Zeichentrickfigur, aber nicht hauptsächlich ursprünglich. Dann bin ich männlich, ein Mensch. Und ich bin kein Star Warsler. Wasler. Bayerischer Star Warsler. Bin ich nicht. Bin ich. Kam ich schon mal in einem Comic vor? Ja. Yes. Komme ich oft in einem Comic vor? Ja. Da bin ich eine Comicfigur. Ja. Ja. Habe ich einen Beruf? Ja. Würde ich schon sagen. Darüber können wir jetzt diskutieren. Ja, doch, kann man so sagen. Schwierig. Jein, sagen wir mal jein. Habe ich eine übermenschliche Fähigkeit? Ja. 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 Auch im Smashpoint? Das muss Matthias sagen, das kann ich nicht sagen. Vor allem im Smashpoint, würde ich sagen. Bestimmt. Ja, lieber Elder of the Universe, hast du auch dort. Vor allem, das passt ja schon. Hast du mal auf zu spoilern? Mm. Oh, ich darf nicht in den Spiegel gucken. Aha. Smoilern. Hab nichts gesehen. Wechsel ich zwischen den Welten? Nein. Nicht hauptberuflich. Nein. Nein. Schon mal. Aber naja, gut. Bin ich Teil des Disney-Universums? Also des Disney-Konzerns? Ja, so meinen wir das ja. Nein. Nein. Sicher? Sicher? Wollt ihr nochmal drüber nach? Noch nicht. Ja, das ist. Wer weiß. Na, weil. Wenn doch, dann. Hoho. Dann ist er auch. Euch Gott nachher. Was ist mit mir? Du weißt nicht, was ich im Smashpoint war. War er der Scott? Hebt ihr das für nachher auf? Scotty? Smotty? Also. Ja, das war ja jetzt mit dem Frosch auch eigentlich blöd, wenn ich schon gefragt habe, ob ich ein Tier bin, was als Haustier gehalten wird. Das wäre ja gut, Frösche kann man als Haustier halten. Und die Franzosen essen sie danach. Toll. Ja. Ich wollte jetzt aber eigentlich nicht fragen, ob ich ein Tier bin, was gegessen Keine wird. Klischees, bitte. Ja. Keine Klischees. Also. Bin ich ein kleines Tier? Drin. Ja. 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 Bin ich... Quasi ein Kleintier. Bin ich eine Maus? Nein. Nein. Wärst du gerne eine? Ich will doch irgendwann mal irgendwie näher dahin kommen. Will doch irgendwann mal fertig werden. Ich glaube, solange man es nicht weiß, will auch noch nach Hause. Dann eh weit weg. Du bist ja schon zu Hause. Du bist ja schon ich zu Hause. Ich will nach Hause. Darf ich jetzt noch fragen? Ja. So. Du bist weiter dran, die Antwort ist ja. Ja. Freut mich das. Ja. Ja, ich möchte einfach mal ein paar Ja's bekommen.
Habe ich einen gelben Zettel auf dem Kopf? Ja, du bist aber nicht dran. Bin ich ein Kanarienvogel? Hey, das wäre eine gute Frage. Bin ich Tweety? Nein. Nein. Aber es stimmt. So kann, cool. So kann man die Leute beeinflussen. Oder Woodstock, ne? Würde auch naja, passen. Irgendjemand von solcher Art irgendwo in diesem Universum. Mhm. Jetzt bin ich dran. Oder einem anderen. Oder einem anderen. Mhm. Habe ich mit Zeit zu tun? Oder also mit... Oder wer bist du denn noch? Achso, nee. Nein. Dann bist du. Achso. Bin ich ein Muppet? Oder bin ich ein Mensch? Bitte formuliere die Frage um. Bin ich ein Mensch? Nein. Redest du jetzt von dem gelben Zettel oder vom wahren Leben? Walter. Ja, was war jetzt die Frage? Nein. Antwort? Nein. Auch kein Muppet. Eigentlich schade, oder? Am I a man or am I a Muppet? Wenn wir hier Probleme mit der GEMA kriegen. Ja, dann gib mir doch nicht solche Stichworte. Wenigstens einen Buchstabe austauschen. Smash Muppet. Mich nochmal. Dann ist Muppet. Oh, ist man. Am I a man or a Muppet? Ja. Smuppet. Entschuldigung. Also ich bin dran, oder? Ja. 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 Du darfst auch weiterfragen. Das ist doch so die geilste Frage überhaupt, die man eigentlich schon jede Runde mal stellen kann. Ist nur blöd, wenn dann einer sagt nein. Wer hat eigentlich am Schluss gewonnen, der die meisten Ja's hat? Der zuerst fertig ist. Der die meisten Fragen ja. gestellt hat. Warum? Der die dümmsten Fragen stellt, hat gewonnen. Ja, ich bin. Also ein Kleintier und keine Maus. Und dann, aber so viel gibt es doch da gar nicht. Und du bist ein Haustier. Aber wenn kann ich, sein. Naja, ja, vor allem gibt es ja verschiedene, also. Ja, aber gerade bei Disney, ich hätte jetzt irgendwie so gedacht, naja, so. Wie vielte Runde haben wir denn jetzt? Die 36. Die smashste. Die smashste. Ja, das ist die fünfte. Bin kann man dann schon mal einen Tipp geben irgendwann. Bin ich ein Kaninchen? Kikaninchen? Nein. Ich bin immer noch nicht schlauer, was ich bin. Ja. Tier, männlich. Aber ich weiß, was ich als nächstes frage. Snoopy? Nein. 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 Aber wäre schön gewesen. Gibt es mich schon viele Jahrzehnte? Mal für die ja. Ja. Einfach schon mal für die nächste Runde aufschreiben. So ein paar Namen, die jetzt hier so fallen. Ja, das muss man ja, also wenn man so auf die Köpfe der anderen guckt, wurden ja Fragen gestellt, aber nicht von demjenigen, der dem die Antwort hilfreich wäre. Ich muss sagen. Bin ich ein großer Mann? Ja. Bin ich sehr, sehr groß, also über normal ja. groß? Ja. Ey, warum lachst du? Ich lach nicht. Lach ich? Nee, mein Gesicht ist nur eingefroren. Ich habe eine Gesichtsspastik. Seltene Krankheit. Na, ich kam überhaupt nicht. Drauf. Hatte ich. Vor, naja gut, gehört jetzt nicht hierher. Ja, ich hatte auch so. Sprich dich aus. Willkommen beim... Lass doch alte Leute sprechen über Krankheiten. Lass doch die Legende mal Fragen stellen. Legende? Ja, darf ich die nächste Frage stellen? Ja. Nein. Oh, es geht weiter. Also nein. Ist Big Friendly Giant von Disney? Nein. Aber war das die Frage? Eigentlich war es eine Frage, aber ich hatte das bei Instagram. Man kann nein. auch so Fragen stellen, also ja. Also ja, dann, aber dann ist es halt, ja. Dann ist es nein. Bin ich eine Zeichentrickfigur? Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Keine Ahnung, was der Michael aufgeschrieben hat. Also. Was hast du denn da rausgesucht? Neuerdings ja. Neuerdings ja. Bin ich im ursprünglichen Sinne eine Comicfigur? Ja, eindeutig. Ach, jetzt habe ich es endlich geschnackelt. Gut. Also wer deine Figur ist, nicht wer meine Figur ist. Bin ich ein Fisch? Nein.
Bin ich ein Fisch? Ja. Ja. Bin ich Dori? Ja. Müssen wir irgendwann mal fertig werden. Oh, danke, so. Steffen. Jetzt ja, wir müssen aber noch weitermachen. Jetzt ist die Amy noch mehr an dir interessiert. Ich dachte, wir werden jetzt fertig. Nee. Der Gewinner steht fest. Der Gewinner steht fest. Das ist die Kadi. Kadi hat die erste Runde 1. So. Das hat aber nichts mit der Hose zu tun, die ich heute anhabe. Oh. Matthias. Du hast eine Hose an? Weißt du, was die Kadi für eine Hose anhat? Fischhose. Ja, hättest du mal runtergucken müssen. Ich finde es irritierend, dass es auch noch das Bein hochkriegen. Was hast du auf dem T-Shirt? Oh, passt aber nicht zu den Fragen, die du bisher hattest. Der bin ich aber nicht. Nächste Runde machen wir dann übrigens verkehrt rum, kannst du dir schon mal was ausdenken. Und das gehört nicht zu Disney. Ja. Was ich auf dem T-Shirt habe. Verkehrt rum. Ja, ja. Kriegt man erst gesagt, wer man ist und hinterher muss So, die Leute werden wieder schreiben, ach, war das albern bei euch. Aber naja, das ist ja die Weihnachtsepisode. Schreibt in die Kommentare, wer bis hierhin noch zugehört hat. Wer ist denn schon raus? Oh, ich habe nach 5 Minuten schon ausgeschaltet. Schreibt mal in die Kommentare, wer hier nicht mehr zuhört. Weil im Smashpoint guter habt ihr alle... Guter Trick. Weil im Smashpoint habt ihr alle noch zugehört. So, ja. Matthias, wolltest du eine Frage stellen? Ich habe schon ja gesagt. Dann kannst du die nächste stellen. Was war denn die Frage? Ob wir Smashpoint alle zugehört haben. Also. Wenn man es jetzt realistisch sieht. Aber gut, komm, mach. Egal. Bin ich ein Fisch? Nein. Nein. Ich kenne keine Tiere, die im Kino waren und nicht zu Disney gehören. Das ist mein Problem. Okay, ich bin du hast dran. Ja schon ein paar gefragt, die gehören nicht zu Disney. Und so ähnlich ist es ja auch bei dem. Kenne ich den überhaupt? Oder die? Oder Nein. Das weiß ich nicht. Ja, aber du bist nicht dran. Ach so. Aber das wäre eine Frage. Okay. Ich frage das dann nochmal. Nein, du weißt ja schon die Antwort. Hm. Nein. ja. Bin ich aus dem Kinofilm? Ja. Ja. Auch. Hör auf, dich zu kratzen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Geräusch? Wir hören hier alles. Und die Hörer vor allem. Vor allem, wenn jetzt einer sagt, du kannst mal kurz weiter überlegen, wenn einer sagt, Geschichte, sag mal Stößchen, machen wir die Hörer nämlich mit besoffen. Stößchen! Es gibt das Spiel, also es gibt ein Trinkspiel, immer wenn einer Geschichte sagt, dann muss getrunken werden. Muss getrunken werden. So. Schön, dass ich was erzähle zur Überbrückung. Er sagt trotzdem noch nichts. Bin ich Tarzan? Nein. 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 Bin ich was? Ja, kenn ich mich? Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich bin mir nicht 100% okay. sicher. Bin ich männlich? Kann man nicht sagen. Ist und nicht bekannt. Aber um die Frage auf deine Figur, die du auf der Stirn stehen hast, zu beziehen. Steffen, das hören die Hörer alles. Ja. Was ist damit jetzt? Kann man nicht beantworten. Okay. Also es gibt kein Ja und kein Nein. Also stell die nächste Frage. Vogel, nein. Es ist am Namen nicht auszumachen und man kann es nicht sehen. Man kann es nicht erkennen. Also es geht auch nicht drum. Zum Beispiel bei Donald Duck sehen würde. Naja, gut. Da gibt es aber den Donald als Vorname, dann weiß es, dass er ein Männchen ist. Ja. Diese Serie da, die hieß im Smashpoint, aber Smash und nicht Mash. Setz dich hin, Matthias. Nimm dir einen Keks. Keks? Warte mal, Matthias, Keks? Die 1. So. Was kann man denn da fragen? Wie komme ich denn da drauf? Habt ihr euch hier wieder das Schwierigste für mich ausgedacht? Ich wollte nichts Einfaches nehmen, was anderes ist mir zwischendrin nicht eingefallen. Also zwischen schwierig und einfach. Also du hast ich habe auch nichts von Green Lantern genommen. Ja. Eine Comicfigur. Bin ich, also versuchen wir es mal über den Verlag, bin ich von DC? Nein. Nein. Achso, du. Aber dann hast es in 3 Runden musste irgendwo gelandet sein. Ja, wenn du so fragst. Eventuell.
Matthias, du bist dran. Die Frage in die Richtung habe ich auch nicht gestellt. Existiere ich auch als Comicfigur in einem Comic? Ja. Und ich gehöre nicht zu Disney, also bin ich auch nicht von Marvel. Also das ist keine Frage. Ja, du bist nicht von Marvel. Also ist keine Frage, aber die Antwort ist klar, genau. DC? Nein. Ihr habt mir doch nicht wieder so einen scheiß Pony auf die Stirn geklebt, oder? Du bist nicht dran. Steffen, du bist nicht dran. Du bist raus. Du bist nicht dran. Du bist auch nicht Alexandros, bevor die Frage jetzt kommt. Ja. Berühmte Comicfigur im Smashpoint, Alexandros. Hat eine eigene Serie, eine Reality-Serie, eine Zeichentrickserie. Jedes Jahr kriege ich so einen Pony auf die Stirn. Und der hieß My Little Smoney. So. Frag mal legendär weiter. Bin ich dran? Ja. Ja. Ist es einfach zu erraten, wer ich bin? Ja. Wenn man es weiß schon. Es ist total einfach, wenn man es lesen kann. Ja. Nach den Fragen ist es eigentlich zum auch Beispiel. Nicht mehr so schwierig. Ja, aber ich glaube, ich komme. Ich glaube, du bist schon echt nah dran. Naja, nee, das sag ich jetzt nicht. Ja, ich wollte auch gerade einen Tipp geben, weil der ist zu eindeutig. Naja. Mir helfen eindeutige Tipps. Ja. Immer sehr. Das ist eine richtige Feststellung. Deswegen gibt es ja keine. Mensch, ist der Michael heute wieder verstrahlt, ey. Das ist ja unfassbar. Ja. Meinst du, er wird doch grün vor Wut? Ja, das ist jetzt. Oh Mann! Bin ich der Hulk? Oh. Ja! Weißt du, den habe ich mir gerade, da habe ich mir auf die Zunge gebissen. Weil ich wusste dann, das war ja wohl eindeutiger. Hey! Ich finde ich aber cool, dass ich der Hulk bin. Ja, eben. Ich hab auch alles überlegt, ob ich sage, es ist sogar jemand, den du sehr magst. Aber das wäre auch voll der Tipp gewesen. So. Ich hatte ja erst überlegt, ob ich den Bone dran klebe. Aber zum ersten wäre es so einfach gewesen. Zum zweiten hätte ich gewusst, welche Fragen der zu beantworten muss. Juhungs. Bin ich ein Pony? Ich weiß nicht, welche, wie nennt man das, Sorte oder Rasse oder Art du bist. Du bist ein Pferd. Naja. Bin ich das letzte Einhorn? Nein. Nein. Das vorletzte. Stamme ich aus dem Turtles-Universum? Nein. Nein. Wo gibt es denn sonst noch Tiere? Steffen, du bist dran. Also ich bin Pferd. Da hat das rote Pferd. Mein Comics bei IDW? Nein. Gut. Meine Comics bei IDW? Nein. Meine Comics? Meine Comics. Meine Comics. Ich bin zwar schon draußen, aber ich meine meine Pferde. Was gibt es hier noch für Pferde? Boah. Also es ist nicht so, dass das in unserer Gruppe unerwähnt geblieben. Also es gar, ich habe mal was, einen Link. Ich bin das Pummel-Einhorn. Nein. Nein, aber schöne Idee. Stimmt, das hätte man nehmen können. Ja. Aber dann wäre wahrscheinlich jetzt keiner drauf gekommen. Nee, aber das wäre. Ja, ich wäre jetzt dann irgendwann mal drauf. Was machst du denn jetzt? Hä? Was? Ich glaube, das Mikro hat es trotzdem erreicht. Also, wenn es die Zuhörer gehört haben, dann schreie es nicht raus. Stolz hören, wenn er es nochmal durchhört. Es war nicht ernst gemeint, nur es hat sich total blöd angehört und deswegen habe ich es nicht ins Mikro gesagt. Mhm. Hoffentlich. Ja, schauen wir mal. Ach Mensch. Jungs. Boah, ich hätte ja auch das Mikro. Aber warte mal, ich bin dran, ne? Ja. Eigentlich. Oder? Ja, eigentlich schon, ja. 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 Ich ja. Lass mal durchgehen. Ja. Ja. Ich habe die Frage, glaube ich, noch nicht gestellt. Nein, Frage. Erscheine ich bei Archie Comics? Nein. Was kann ich denn da noch? Bin ich ein Einhorn? Nein. Nein.
Einfach nur ein Pferd ist ja lame. Nee, ja. Nee. Es ist, ich glaube nicht. Also ich kenne es gar nicht, aber ich sage immer einfach schön nein. Nee, stimmt, jetzt wäre es ja auch männlich. Dann. Aber ich habe die Frage noch gestellt, ob ich ein Einhorn bin. Nee, das war... Kein Einhorn. Schade. Okay, dann ist Steffen wieder dran. Was? Was hast du jetzt gefragt? Ich bin kein Einhorn, habe ich jetzt gesagt bekommen. Also bist du dran. Ich habe keine Idee mehr. Da bin ich ja ziemlich froh, dass ich es geraten habe. Ich brauche mal einen Tipp. Du wurdest jetzt in ein anderes Medium übertragen. Das ist gerade ganz frisch. Das ja, ein Comic, das hatten wir ja schon. Nee, umgekehrt. So. Du warst erst eine Comicfigur und jetzt wirst du in ein neues Medium umgetragen. Das kommt jetzt diese Vorweihnachtszeit. Aha. Moment, da muss ich erstmal. Also wenn du jetzt unsere Gruppe durchscrollen würdest, da käme es vor. Ja. Gut, dann machen wir mal eine Frage, dass der Matthias weiter kann. Heiße ich Ferdinand? Nein. Gut. Ja. Du hast es. Das wäre es jetzt gewesen. Ich mach's ganz schnell. Bin ich ein Tier, was auch in der echten Welt existiert? Ja. Ja. Bin ich Jolly Jumper? Nein. Nein. Stimmt, das hätte es auch sein können. Steffen, du bist dran. Steffen, du bist dran. Ich hab's noch nicht. Darf ich dann weiterfragen? Was machen wir das? Als. Ja, vorhin wollte ich es nicht sagen, weil es hätte ich vielleicht auf eine Spur gebracht, aber jetzt ist es vielleicht bei einem Online-Streaming-Dienst. Nee, das kann es nicht sein. Nee, doch, er hat recht. Ja, ich hatte nur gerade an was anderes gedacht. Das ist verkehrt, du musst ans Richtige denken, dann kommst du besser drauf. Ja, Bojack Horseman, aber das ist ja eindeutig ein Kerl. Ja, das meinen wir auch nicht. Gut. Matthias. Hat das nur jemand erwähnt oder machst du wieder mit? Und zwar mit diesem Zettel. Der könnte jetzt noch 23 Stunden weiter raten. Bin ich Pfeifel der Mauswanderer? Nein. Nein. Gehört auch zu Disney, oder? Nein. Ich habe keine Idee. Du bist eher auf der du bist eher auf der anderen Seite. Ja. Ich habe keine Idee. DC wurde schon gesagt, wäre es nicht. Also für den Matthias ein Tipp. Für den Status bist du eher auf der anderen Seite, das meinte ich. Du hast auf ja schon Pfeifel mal. Der Mauswanderer. Ich habe die Frage gestellt, ob es nicht schon viele Jahrzehnte gibt. Dich gibt es auch schon viele Jahrzehnte. Also viele Jahrzehnte. Ja, du bist wirklich sehr alt. Du bist sehr alt. Ich komme ja auch aus dem Smashpoint. Wie weit muss ich denn zurück in der Gruppe? Sag mal, dadurch, dass wir jeden Tag so sau viel reinschreiben. Seit wann sind denn eigentlich digitale Medien als Hilfsmittel erlaubt? Da, wenn wir nicht mehr drauf kommen, dann schon. Wenn keiner hinguckt. Wenn keiner hinguckt. Ja, ich habe keine Ahnung, echt nicht. Darf ich dann noch eine Frage stellen? Ja. Stell. Die Fragen nimmt man ja, um irgendwas einzukreisen. Frag irgendwas, um auszuschließen, was du sonst nicht bist, Jürgen. Bin ich denn... Aber eine Comicfigur hat mir ja schon gesagt. Genau. Ursprünglich eine Comicfigur? Genau. Bin ich bei Marvel erschienen? Nein. Nein. Jetzt müsstest du als nächste Frage, aber dann... Es bleibt nicht mehr viel übrig, wenn du die großen Verlage nimmst. Bin ich eine Katze? Ja. Ja. Das hättest du schon viel früher fragen sollen. Ja, bin ich Tom? Nein. Nein. Bei Image erschienen. Ja. Bei Image. Pferd Matthias bei Image. Matthias kennt wahrscheinlich die Figur. Pferd bei Image? Ach, wahrscheinlich schon. Wie alt bist denn du? 35. Meinst du jetzt als Comic-Figur? Das ist aber keine Frage, die ich mit Ja-Nein beantworten kann. Wie alt bist du? Ja. Ja. Bei Image ein Pferd. Ich kann nur sagen, ich bin hier der zweitjüngste im Raum. Wir haben auch Trennung. Hier sitzen die Jüngeren und da ist die... Ja.
Wir sind die Youngster. Das ist yeah. Hier, das ist, ihr drei seid. Ich hätte eine Frage. Ja? Nein. Steffen, jetzt stör uns nicht. Ist es ein humanoides Pferd? Nein. Nein. Gut. Es ist auch nicht von ist dir Matthias aus der Zettel runtergefallen? Ja. Oh, nee. Ich habe noch nicht geguckt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ach, da ist er hingefallen. Ist ja auch nicht schlecht. Da, wo man hingucken würde. Ja. So, ich bin eine Katze. Ich stamme nicht aus dem Turtles Universum. Ich bin nicht von Marvel. Ich bin nicht Tom. Jerry. Ich gebe schon so lange, da gab es gar Schwarz-Weiß. Ja, aber wenn ich eine Katze und eine Bekannte dann muss, bin ich dann die Katze, die Silvester? Nein. Nein. Bin ich das Pferd von The Lone Ranger? Nein. Das Nein. Pferd hat einen Namen und den Namen, das ist dann der Titel der Comicserie. Ach so. Das ist der nächste Tipp. Bin ich die Grinsekatze? Nein. Alice im Wunderland. Mir fällt nichts ein. Was? Wahrscheinlich meine ich nachher, aber. Ja, nachher machst du. Vor allem nach der Zwiebelpizza. Smash mich nochmal. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Frag doch mal, ob du Ahnung hast, dann können wir das beantworten. Dann bin ich wieder dran. Arsch. Also deine Comicfigur gibt es noch nicht viele Jahrzehnte. Noch nicht viele Jahrzehnte. Die ist noch nicht mal 10 Jahre alt, oder? Also aber gefühlt noch nicht. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Zettel am Arm, das sehe ich auch nicht da wollen. Du bist ein kleines Pferd, Steffen. Da hat ja, das ein Pony. Da hat das rote Pferd sich einfach um. Kann ich nicht definieren, aber vielleicht noch ja, kleiner, noch kleiner, noch kleiner, aus. Noch kleiner. War schon mal eine Zeichentrickfigur? Moderne, also wahrscheinlich CGI dann. Oho. Wer hat denn hier schon wieder, nimmst du mal das Handy weg, Max? Ai, ai, ai. Also im Smashpoint hat das keine Probleme verursacht. Ich glaube, das kommt gar nicht vor. Das kommt von der Nähe zum Smashpoint. Ja, weil das hat nämlich das Marshall alle Handys weiterentwickelt. Wir sind hier dass sie mit nichts interferieren konnten. Könntest du mal deine Frage stellen? Bin ich dran? Jetzt wird es ein bisschen bitchy gerade. Ja. Wir können ja abbrechen. Bitchfight. Ja. Kann ich einen Tipp haben? Ja. du hast dieselben Farbe wie der Silvester. Du bist eine schwarz-weiße, also du bist eine Katze, die schwarz und weiß fällig ist. Ja. Ach Gottchen. Was gibt es denn da sonst noch für bekannte Katzen? Moment, bin ich eine Hauptfigur in da, wo ich mitspiele? Ja, ja. Du bist die Hauptfigur. Und das Logo hat, um den, dich dreht es hat dich. Deinen Kopf und drin, glaube ich, oder? Ja. Ah, oh, du bist nicht dran. Ja, okay. Du bist doch, ich rate es doch, Matthias. Das ist aber sowas aber von ein Einhorn. Da spielen auch noch weitere Tiere mit. Spielen da weitere Tiere mit? Ich bin nicht am Überlegen. Ich glaube nicht als Hauptfigur. Ich glaube eigentlich nicht, ja, nee, nicht so als Hauptfigur. Okay, dann darf Steffen weiter ran. Achtung, es ergeht eine Warnung an die Hörer, ich muss jetzt singen. Am I happy? Ja. Ich dachte, hier GEMA-Probleme. Ey. Ja gut, so das sieht ja nicht. Aber hatte Abby Happy ein Horn? Du hättest Mappy ja. singen müssen. Ah, ja. Happy hat ein Horn. Das darf ich dann nicht. Jetzt gucken? Du denkst hier irgendwelche Sachen aus und weißt dann nicht mal, wie sie aussehen. Darf ich dann jetzt gucken? Oh, natürlich kenne ich Happy. Wir schneiden damit. Kennst du Felix the Cat? Ja. Aber ich glaube, da wird aber auch nicht. Hörer, habt ihr es? So nah dran. Also schreibt es in die Kommentare. Ja. Ja, da kann ja jetzt jeder schreiben. Natürlich hatte ich das direkt bei der ersten Frage. Sofort. Aber Felix, darf ich auch in die Kommentare schreiben? Nein. So, Neues aus dem Smashpoint. Ja, und da kann ich sogar das Publikum, also meine mit... kann ich sogar euch involvieren? Das ist nämlich eine Ach Geschichte, so, die ich. Das Publikum. Publikum. Ja, für Smashpoint seid ihr auch das Publikum. Ja. Weil die Leute, die sich das anhören, sind ja die Hörer. Wobei, auch wenn die auch ein Publikum sind. Ja. Übrigens konnten wir im Smashpoint schon Hologramme senden. Das heißt, da konnten sie uns sogar zusehen jetzt hier. Ja, ja. Nein, ich habe euch doch eine Geschichte aus dem Smashpoint erzählt, die euch. Einfach mal verrecken lassen. Genau. Einfach mal so vollkommen.
still. Ja, ja. Also eigentlich waren die drei nicht still. Ich habe nur versehentlich die Mikros abgeklemmt. Versehentlich. Versehentlich? Die ja, haben ja sich hier am Boden gekringelt. Da musste ich ihnen leider die Mikrofons abnehmen. Versehen. Amy dreht. Das hatte ich vorhin bei dem Wer bin ich da? Die Amy dreht sich. Also wenn ich die Amy wäre, würde ich mich auch. Ich würde mich auch drehen. Weil da war nämlich die Antwort ja und ich habe genickt, dann fiel mir da auf, ach nee, Nick sieht ja keiner im Podcast. Mist. Hm. So. Also. Doch, in diesem schon. wisst ihr noch, was Sie ich... Sie hören mich nicken. Wisst ihr noch, was ich euch über die Christina im Smashpoint erzählt habe? Nein. Sternchen Nick, Sternchen Nick. Nein. Wer ist eigentlich Nick? Der kleine Nick. Oder Nick Natterton. Warst du nicht auf dem Konzert im Smashpoint? Von Christina. Von der Christina. So. Was war denn die Christina im Smashpoint? Wer antwortet? Ja, eine berühmte Sängerin. Und die Geschichte hat euch doch so, die habe ich euch schon so oft erzählt. Deshalb dachte ich, ihr könntet da jetzt einfach mal Ach so. Mitreden. Ich finde das ja ganz schön erstaunt. Ich wäre auch gerne auf dem Konzert gewesen. Und aber warst du? Ich war so im Smashpoint. Ah, Mist, was hat sie denn da, was hat sie denn da erzählt, gesungen? Das war Christina Stürmer. Stürmisches Stürmer. Wie? Agile. Ach, wir reden vom Song. Fußball. Vom Fußball? Da war Christina Stürmer. Oh Gott. Nee, das muss noch ein anderes Universum gewesen sein. Ich glaube auch. Liebe Hörer, wir haben nichts getrunken, aber es klingt halt so. Doch, Tee, du Wasser. Denkst, du hättest nichts Tee, getrunken und du Wasser. Weißt ja nicht, was in dem Tee drin ist. Ja. Ich meine, ja, wer weiß, was der Joscha Sauer alles in seinen Tee mixt, den ich hier aufbrühe. Nicht Joscha Sauer, schreib's in die Kommentare, was du in deinen Tee mixt. Ja, 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 nicht lustig. Joscha, was denn da für Drogen drin? Und Joscha, wenn du zuhörst, du kannst doch gerne hier mal mitmachen. Kannst du auch. Sehr gerne, ich mach dir auch einen Tee. Okay, jetzt. Also so eine Einladung gibt's selten, Joscha. Okay, also Steffen, jetzt die Wahrheit zu sagen, ich hab eigentlich gar nicht verschlafen, ich muss doch schnell den Alkohol kaufen, den wir dir in den Tee mischen. Deshalb bin ich die halbe Stunde zu spät gekommen. Und der Alkohol wurde im Smashpoint gekauft. Genau. Gibt's hier gar noch mal kurz in der hier wäre gar nicht. Der ist besonders gehalten. Genau, das ja war's. McDaniels. Das ist ein so manchmal, ich bin manchmal so müde. So, wie nach einem Christina-Konzert. Sandmann, lieber Sandmann. Oh, das ist der Antmann. Ich glaube, wir haben uns hier total vergaloppiert. Wie heißt Ant-Man im Smashpoint? Ant-Man. Ich glaube, der Einzige, der gelacht hat. Schreibt in die Kommentare, falls ihr auch gelacht habt. Falls es euch zu blöd wird, schreibt es vielleicht lieber nicht in die Kommentare. Es gibt zum nächsten Kapitel und da geht's weiter mit. Früher war alles besser, ja, das stimmt. Was wollen wir jetzt die Pizzakarte vorlesen? Pizzakarte? Extra Käse. Pizzakarton. Pizzakarton. Wollen wir noch ein Spiel spielen? Oder hast du noch eine Geschichte aus dem Smashpoint? Nö, die streue ich immer mal so ein. Ach so, gut. Damals im Smashpoint. Dann machen wir das doch so. Dann machen wir das doch so. Das ist doch eine schöne Idee. Das hätten wir eigentlich von Anfang an so machen können. Und dann hätten wir immer was einstreuen können. Hätten wir eigentlich machen können. Zum Beispiel Salz oder Pfeffer. Ja. Ich habe beides da. Es gibt ein Spiel oder es gibt eine Spielserie, die nennt sich Black Stories. Oder im Smashpoint hieß es Mac Stories. Und ist das schlimm, wenn ich nicht drauf eingehe? Nee, ne? Nö. Ja. Er streut ja ein, du streust nicht ein. Und es können hier nicht alle was einstreuen. Gibt es jetzt Matthias eine, der Streuer. Jetzt TM, gibt es eine Edition, die heißt Superheroes. Und zwar ist das, also Black Stories ist vom Moses Verlag, müssen wir jetzt kurz erwähnen. Müssen wir. Und ja, weil wir das jetzt hier spielen, das Gut. muss man sagen dazu. Ja. Keine Werbung. Keine Werbung. Ist keine Werbung, keine offizielle. Aber da wir das Spiel jetzt benutzen, müssen wir es mal erwähnen. Was machst du da? Ja, der Kopfhörer ist hier irgendwie verheddert. Im Smashpoint hatten wir das nicht. Mhm. Da waren die immer Funk-Kopfhörer. Ja. Da hatte der Steffen auch mehr Geld. Ja, im Smashpoint war es da. Das war der Steffen Supers-Millionär. Da hatten wir das eigentlich alle in unsere Köpfe implantiert und mussten eigentlich nur drücken. Schläfen und dann hat sich das von selbst aktiviert. Matthias, du klingst komisch. Ja, klingst ich spreche aus einem anderen Universum. Ja, ich melde mich ja auch aus dem Smashpoint. Ich bin gerade in der Phase verschoben. Oh. In welcher Phase bist du denn? Eine Phase. Eine Sphäre. In der Smase.
Oder in der SM-Phase? Nee, das hört sich so komisch an. Ünopsen? Ein wenig. Also gut. Die Arschkarte gezogen heißt das Rätsel, was ich hier habe. Oh. Also es geht im Grunde darum, ich beschreibe eine kurze Geschichte oder eine Begebenheit, Stößchen. Und ihr müsst dann erraten, welche Superhelden beteiligt sind und Glitzer, wie es dazu kam. Was und wie es dazu kam und warum jetzt unkoordinierte Worte eingeworfen werden, wie Glitzer oder Snick. Und was Glitzer mit Superhelden zu tun? Snickers. Superhelden, ja. Die Arschkarte gezogen. Am Ende der Tour kollabierte der Fahrer. Also ich vermute ja, dass Supergirl ein Blauwal aus dem Ozean. Auch hier Ja- und Nein-Fragen und das, was du gerade erwähnt hattest, war unsere Testfrage, die das Ganze so ein bisschen... Unsere Beispielkarte. Okay, bitte entschuldige, ich muss die Frage natürlich anders stellen. Bei außerdem ja fängt Kadi an. Hat Supergirl einen Blauwal aus dem... Und wer der es errät, darf die nächste Frage stellen. So, also. Das sind ja super Preise. Ich sag nochmal, die... ja? Die Arschkarte gezogen. Am Ende der Tour kollabierte der Fahrer. Na, mal kurz. Ich glaube, der Steffen findet es lustig. Lies doch mal vor. Okay. Meine erste Frage dann ist, liest du uns bitte die Antwort vor? Nein. Matthias? Liest du mir die Antwort vor? Nein. Ist es Superhelden aus dem Marvel-Universum? Ja. Endlich mal eine qualifizierte Frage. Eigentlich hätte er die Runde voll machen sollen und auch die Frage stellen sollen. Ja, echt. Ja. Kein Verlass. Was sich auf dich verlässt. Ist mit Tour eine Autotour gemeint? Ja, oder? Nein. Nein. Ja, oder? Nein. Muss man ja auch wissen. Ja. Ist eine weibliche Superheldin involviert? Nicht direkt, aber auch, ja. Aha! Das bringt also mich ja ein Riesenstück weiter. Dann musst du nochmal fragen. Ist jemand beteiligt, der fliegen kann? Nicht direkt, aber auch, ja. Gibt Steffen nur noch diese Antwort, egal ob ich nicht direkt, aber auch. Also, soll ich nochmal? Ich ja weiß keine Frage mehr. Ja. ich bin. Ich krieg ich. Supergirl? Nein. Ja, okay, dann. Ist auch nicht bei Marvel, aber. Ja, weiß ich ja, aber ich weiß keine Frage. Ach so. Gut, dass wir das nochmal aufklären, sonst. Das wüssten es ja die anderen auch alle nicht so. Die Jungen sind jetzt mal dran. Sind die Avengers involviert? Nein. Die X-Men? Nein. Habe ich jetzt gedacht. Ich habe schon wieder dran. Bin ich schon wieder dran. Frag, ob die Na? Thunderbolts involviert sind. So gute Vorlagen gegeben gerade. Ja. Die Fantastischen Vier, folgt man noch denen? Toll. Das sind keine Musiker, das sind auch super. MFG, oh, schon wieder gesagt. Aber wenn es eine Tour ist, vielleicht war es die Fantastische Vier-Tour. Ja, genau. Und wie ist dann jetzt deine Frage? Wir bleiben treu. Meine treu. Frage ist, sind die Fantastic Four beteiligt? Ja. Oh. Okay. Lese mal den Satz vor, ich weiß es schon nicht mehr. Am Ende der Tour kollabierte der Fahrer. Ah, gut. Mein so, Gott. Gut, Entschuldigung. Tati die doch Frage richtig wiedergegeben. Ja. Aber du bist gar nicht dran. Ich bin gerne dran. Wer ist denn dran? Kollabierte der Fahrer am Ende der Tour? Ja. Geht jetzt nur darum, warum? Ja.
Oh. Fragt dort, was Supergirl, dann geht's weiter. Naja, oder irgendwas zur Tour, zum Kollabieren, zum, muss ja nicht alles nur Marvel. So. Genau. Ja. Zum Beispiel das Land, wo das Ganze stattfindet. Ja, genau. War es ein Land, in dem das Ganze stattfindet? Ja. Ah. Ah. Oh. Ist Kollabieren so zu verstehen, dass der Fahrer ohnmächtig wurde? Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Sie will die Frage vorlesen, die nächste. Naja. Ich darf dann schon die Antwort vorlesen. Also ich weiß schon, dass die Tour keine Autotour, also keine... Also ihr beraten dürft ihr euch immer, ne? Tour ist. Also das ist schon, das bei dem Spiel ist das okay. Das mit der Autotour. Auch relevant ist vielleicht, ob es in New York spielt, wo ja meistens Marvel-Sachen spielen, oder woanders. Das wäre die Frage. Das wäre die Frage, auf die man nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Nee, dann New York oder woanders. Die Frage. Du musst die Frage ja stellen. Er spielt die Geschichte in New York. Nein. Matthias! In Latveria? Nein. Das kann ich euch stundenlang mit. Ja, aber in USA? Nein. Hm. Ach. Das Land ist nur interessant, aber so wirklich interessant. Aber naja, gut, vielleicht könnt ihr darüber dann auf das Wie kommen. Japan? Nein. Aber gar nicht so weit weg. Aha. Aber auf einem Land von irgendeiner Erde im Multiversum. Mhm. Ha. Ja, jetzt haben wir schon mal. Jetzt haben wir schon mal stark eingestellt. Nicht im Smash Point. Nicht im Smash Point. Ja, jetzt, nicht jetzt, im Smash jetzt Point. Müssen wir es im Prinzip wissen. Also jetzt, wenn ihr es jetzt nicht habt, dann. Ist der Fahrer Tour de France? Nein. Hat der Ben Grimm? Der Fahrer irgendwas? Ist nicht Tour de France. Hat der Ben Grimm dem Fahrer was angetan? Das ist schwierig. Frag mal anders. Hat er schwerpunktmäßig direkt auf den Fahrer eingewirkt? Ja. Also direkt nicht, aber ja, er hat damit zu tun, sagen wir mal so. Ja. Ist es eine Konzerttour? Nein. Ist es eine Sightseeing-Tour? Ja. Ah. Gut, die Frau. Mhm. Die kennt sich aus im Marvel-Universum. Da macht mir keiner was vor. Wobei du dich ja im Smash Point eigentlich am besten mit DC auskanntest. Ach so. Das habe ich schon wieder vergessen. Das, also, das kommt mir schon wieder so weit weg vor. Wir nannten dich dort nur Catwoman. Ich dachte Fishwoman. Genau, wegen Smash Point ist nämlich Fishwoman. Die möchten wir jetzt auch nicht näher ausführen. Von Smetman. Entschuldigung. So. Ja, Joker. Smoker. Smoky Eyes. Ich überlege gerade, ob das jetzt irgendwie noch einen weiteren Sinn hat zu ergründen, welches Land wir denn jetzt irgendwie, aber wahrscheinlich bringt uns das jetzt von der Geschichte auch nicht unbedingt. Ja, vielleicht. Mehr. Also ich habe ja so eine grobe Richtung gegeben, da könnte ich auch kommen, was da jetzt so los war. Irgendwo Asien. Oder? Also stand der Kollaps im Zusammenhang damit, dass die Sightseeing-Tour zu anstrengend war? Ja. Ist halt die Frage für wen. Ja. Wahrscheinlich nicht für den Fahrer. Das wäre ja zu naheliegend. War die Tour für den Fahrer zu anstrengend? Ja. Das wäre zu naheliegend. Aber Tour de France. Also er war nicht auf dem Fahrrad unterwegs. Oder war er auf einem Fahrrad unterwegs? Ja. Ah. Der Fahrer? Ja. Cool. Verdammt.
Also es war... Im weitesten Sinne, also ja, ja. Doch, ja, ja, klar, spielt jetzt sogar da. Also eine Fahrrad-Rikscha sozusagen. Ja. Aha. Auch wenn sie keine Fragen mehr stellt, einfach nur noch. Das sind keine ganzen Sätze aus. Also eine Fahrrad-Rikscha sozusagen, Fragezeichen. Das war eine Frage. Ja, also bei mir steht sowieso hinter allem, was ich sage, immer ein Fragezeichen. Ich weiß, was ich als nächstes frage. Weil ich so unsicher bin. So. Ja. Ja, dann war es für den Fahrer deshalb zu anstrengend, weil die Na? ja, weil die Fracht schwer war. Ja. Wer war die Fracht? Die Fracht, ja, die hat die Fantastic Four. Frack? Das Ding. Also vielleicht nicht, vielleicht doch. Oder guck mal, vielleicht nicht, vielleicht das Ding. Das Ding. Das was, Ding. Was für ein Ding? Ist ja ein Ding. Ihr habt doch schon, jetzt fragt er. Aber ist ja, auch aber noch, kommt auch noch ich bin echt die Falsche. Stell eine falsche Frage und dann kann ich weitermachen. Frag mal, ob er Ananas mag, der Steffen. Dann sag ich ja. Und? Haben die Fantastic Four auf der Tour Ananas gegessen? Steht da steht nicht. Da nicht. Also das ist auch klar. Also nein, der Matthias fragt jetzt. Also die Fantastic Four waren irgendwo im Urlaub oder so ähnlich und auf Sightseeing-Tour. Und sie waren mit einer Fahrradrikscha unterwegs und der Fahrer von dieser Fahrradrikscha ist der Fahrer, um den es auf der Vorderseite geht. Ja. So. Und da sie mit der Fahrradrikscha unterwegs war und da Ben Grimm, also das Ding in der Rikscha saß, war er zu schwer und der Fahrer konnte ihn nicht fahren. Ja. Du darfst vorlesen. Lies mal vor. Ich soll vorlesen. Kommt die chinesische Mauer nicht drin vor? Was war das für ein Geklär? Das war, ich habe ans Mikrofon gehauen. Das tut mir leid. Hast du noch? Lies vor. Nach einem Einsatz zum Wohle der Menschheit stoppten die Fantastischen Vier für einen Kurzurlaub in Thailand. Um Land und Leute kennenzulernen, beschlossen sie, die Gegend an Bord traditioneller Fahrradrikschas zu erkunden. Als sich die Helden auf die Gefährte verteilten, erwischte ausgerechnet der kleinste und schmächtigste Fahrer. Also das hätte man vielleicht noch ran lassen können, aber naja, gut. Benjamin Ben Jacob Grimm, besser bekannt als das Ding. Nachdem er den rund 250 Kilo schweren, ganz aus Stein bestehenden Koloss eine Stunde kreuz und quer durch Bangkok chauffiert hatte, brach der Ärmste trotz seiner guten Kondition mit Kreislaufkollaps am Lenker zusammen. Wir haben es erraten. Gut. Ja, also irgendwie, ja, ich bin wirklich jetzt eigentlich so, erstaunt, dass es gar nicht so. Das darfst du jetzt machen. Ja, aber ich hab's, gelöst. Ach so. Nein, ach so, stimmt. Ja, er im hat's Prinzip, ja, gelöst. Ja. Ja. Naja. Descartes hat ja die meisten Fragen gestellt. Ich überlasse es ihr. Ich hab euch sozusagen auf den richtigen Weg geführt. Ohne Descartes hätten wir es nicht geschafft. Ja. Machen wir einfach so, dann machen wir die Runde rum und dann hat jeder mal eine Frage gestellt. Deshalb bekommt ja auch die Karte. Ja, so. Ja, genau. Okay. Sie war, der wäre sogar im Smash-Point-Scheiße gewesen. Das glaube ich allerdings auch. Früher war alles besser. Und auch im Smash-Point. Also früher war alles besser. Die Aussage ist, kaum konnte er wieder laufen, kaufte er sich einen falschen Bart. Ja. Ja. Das müssen wir uns erstmal kurz lesen lassen. Ja. Ach so. Das Gute ist, die Kali kann schnell lesen. Oh, da kommt man nicht drauf, wenn ich schon so gucke. Nein, sie muss es ja nicht kennen. Da muss ich immer an die Comics von Chris Claremont denken, wo auf einer Seite mehr stand als heutzutage in einem kompletten Comic. Ja. Also zumindest im Smashpoint. Viel Spaß. So, jetzt nochmal. Früher war alles besser und was war die Aussage? Früher war alles besser, kaum konnte er wieder laufen, kaufte er sich einen falschen Bart. Okay. Geht es um den Weihnachtsmann? Nein. Der ist aber auf der Karte drauf. Hilft das hier auch immer, das Bild auf der Karte? Nicht wirklich. Aber ist das hier ein Rad? Was ist das? Der hat ein Rad ab. Der hat ein Rad ab. So, geht es um jemanden, der vorher bärtig war und sich dann hinterher einen falschen Bart zugelegt hat? Nein. Ist ein Superheld involviert? Ja.
Ja gut, es könnte auch ein super, auch wenn da Superhelden steht, aber also spielt es im DC-Universum? Ja. Ich glaube schon. Wie gut, dass ich mich so super auskenne. Geht es um Batman? Nein. Nein. Ein Superheld mit einem Bart. Bei Star Trek, hätte ich jetzt gesagt, Mr. Spock aus dem Spiegeluniversum, aber. Aber wissen Sie ja noch gar nicht direkt, ob es ein Superheld mit Bart ist. Es geht ja um einen falschen Bart. So. Ist es ein männlicher Superheld? Ja. Oh Gott, nachher sagt er mir, es ist nicht DC. Oder es ist eine Frau. Wie heißt der Superheld? Ah, das kann ich ja nicht. Ist doch eine Frau, Mensch. Falls es Iron hat, ist es eine Frau und bei Marvel. Das geht ja bestimmt nicht. Jetzt sagt es sie ist nein. Keine Frau. Ich glaube, so viel kann ich noch erkennen. Ja. Das ist mein Lieblings-Superheld. Bin ich dran? Ist dein Lieblings-Superheld? Bone ist im DC-Universum zu Hause. Das ist sein Lieblings-Superheld. Ja. Also ist es Superman? Ja. Dann ist es auf jeden Fall auch DC. Warst du noch dran? Tatsächlich? Ja. Ach so. Wie war es nochmal, nachdem er aus dem Gefängnis, nachdem er wieder freikam und aus dem Gefängnis freikam, hoffte er sich an den falschen Bart? Kaum konnte er wieder laufen. er wurde laufen gelassen. war Lex Luthor involviert? Ja. Ist es Lex Luthor, der sich den falschen Bart kauft? Nein. Ist es der Superman, der sich einen falschen Bart kauft? Ja. Warum sollte sich Superman einen falschen Bart kaufen? Also es liegt nicht an Lois Lane, dass er sich einen falschen Bart kauft. Nein. Ja, was also ja, es ja. liegt nicht an ja. Lois Lane. Ja, siehst du? Ja, gar nicht so einfach. Du meinst, ja. habe ich nicht keine? Warum sollte sich Lois Lane den falschen Bart? Ah, nee, nein, der Lex Luthor ist ja, schuld. Ja, weil hier in echt keiner wächst. Ja, gut. Hat sich der Superman einen falschen Bart zugelegt, um unerkannt zu sein hinterher? Ja. Dann wäre es aber eher Batman als Superman-Detektiv. Vielleicht ist es ja Batman, der Superman ist. Essen, der isst. Ist ja, das mein Batman. Ja, auch ein Essen. Ja, das wäre dann ein Kannibalen, super Batman. Elseworld. Essen, die Messestadt im Grünen. Ich habe eine Frage gestellt, die mit Nein beantwortet wurde, oder? Nein. Hast du? Gut, dann nicht. Dann bin ich noch dran. Hat Lex Luthor einen umständlichen Plan gehabt, den er umgesetzt hatte? Mit Sicherheit. Viel Schritteplan. Das ist Superman, das kannst du umständlich nicht. Nein. Gewesen sein. Okay. Lex Luthor hat Superman in Gefangenschaft gehalten. Nein. Nein? Warum sollte der dann entkommen? Gab's? Geht doch gar nicht im Entkommen. Sondern nee? Nachdem man wieder laufen konnte. So. Gab es einen. Der Matthias war entscheidend. Gab es einen. Gab es einen Kampf zwischen Batman und. Quatsch, Batman. Ich stelle die Frage neu. Gab es einen Kampf zwischen Superman und Lex Luthor? Nicht direkt. Also. Jein. Also. Es gab einen Kampf, aber nicht. Ja, ich meine nein. Jein. Immer. Wohin? Ich würde sofort zurück in den Smashpoint gehen. Da war es so viel schöner. Da haben ja, wir alles. Wie auf der Karte steht, früher war alles besser. Ja, da war ich mit dem bekanntesten Marshall des Universums, mit einer tollen Sängerin befreundet, mit einem tollen Rest vom Comic, gesamt natürlich auch. Du hast bei solchen Spielen mal auf Anhieb die richtige Antwort gewusst. Ja. Weil du geschummelt hast? Nein.
Wer ist denn mit Fragen dran? Ich. Gut. Ich habe den Überblick verloren. Aber wenn da steht, früher war alles besser. Du bist ja dran, ich nicht. War früher alles aber besser? Wir können uns beraten. Ja. Früher war mehr Lametta. Genau. Wenn das Thema früher war alles besser heißt, vielleicht ist ja der, ist in der Zeit. Wir wissen, Superman ist derjenige, der sich den falschen Bart gekauft hat. Genau, und wegen, oder mehr oder weniger direkt oder indirekt wegen Lex Luthor. Hatte ich jetzt schon gefragt, ob Lex Luthor derjenige ist, der wieder freikam? Habe ich das schon gefragt? Oder irgendwer von uns? Die Frage geht nicht an die Kati, die geht ans. Was habt ihr denn dauernd mit freikommen? Das ist gar nicht Thema. Nachdem der wieder laufen konnte, hat er sich den falschen Bart zugelegt. Wir wissen, das ist Superman. Der konnte irgendwann nicht mehr laufen. Gehen okay, hatte ich über los. Hatten sie nicht 4000 Mark ein? Hatten wir schon gefragt, ob es Lex Luthor ist, der wieder laufen konnte? Nee, Superman ist das, oder? Der holt sich den falschen Bart. Die Person, die sich den falschen Bart holt und die Person, die wieder laufen kann, sind das verschiedene Personen? Nein. Gut formuliert, damit ein Also heißt das, Superman kann wieder laufen und holt sich dann einen falschen Bart? Ist Superman alt, als er sich einen neuen Bart holt, einen falschen Bart holt? Nein. Hat Kryptonit damit zu tun? Ja. Weil früher raus. Du hast doch ja. Ich bin raus. Du bist Sollen halt, wir nochmal die Regeln erklären? Du bist hat er den so verstrahlt, dass er sich einen neuen Bart holen musste? Das ist eine geile Frage, Nein. ne? Nein. Nein, ist keine geile Frage. Okay. War Superman durch das Kryptonit verletzt gewesen? Ja. Haben sein. Und hätte, wäre, wäre. Vielleicht konnte der und war das Kryptonit schuld daran, dass er nicht mehr laufen konnte? Ja. Und den falschen Bart hat er sich geholt, um unerkannt zu sein? Ja. Das haben wir doch alles schon geklärt. Ja, aber er sammelt es gerade nochmal. Also, er sammelt es. Für unsere Zuhörer, die jetzt erst einschalten. Sammelsuche. Ist der Steffen. Das ist auch eine geile Idee, einfach mal mitten so in einen Podcast reinzustellen. Ist der Steffen nicht mit Fragen dran? Ja. Ja, aber wir können es ja beraten. Entschuldigung, mach doch deinen Scheiß alleine. Sollen wir unseren Scheiß alleine machen? Ich bin nicht dran mit Fragen. Ich möchte darauf nicht antworten. Da, im Idealfall schon. Egal. Also es ist ja immer eine irrwitzig zusammengestrickte Story, die da ist. Und wir sind ja schon, wir haben ja schon ein paar Eckpunkte. Also Superman und Batman, Superman und Batman, also Kryptonit, das hat ein paar Eckpunkte. Also es macht nochmal zusammen Batman, Superman. Kämpfen gemeinsam gegen Lex Luthor. Sind noch weitere Heldinnen oder Helden involviert? Nein. Dann geht es also nur zwischen... Spielt ein Bart eine Rolle? Ja, das, nee, das ist... Du bist nicht dran. Ja, aber das ist schon... Du willst ja nur wissen, ob vielleicht damit Bart Allen gemeint ist, oder... Oder Bart Simpson. Aber das wissen wir ja schon, dass das nur, es geht nur um Lex Luthor und Superman. Ja. Und den Bart. Naja, weiß ich nicht. Mir kommt es fast vor, als geht es nicht Guck vorher um Bart, sondern nur hinterher, damit er unerkannt ist. Ist das so? Ja. Das habe ich ja. Sie sind in das Paralleluniversum von Star Trek gereist und da haben ja alle einen Bart. Und oh deswegen. Gott. Bart World. Warum will Ist es Superman peinlich gewesen, was da passiert ist? Nein. Das kann man so nicht sagen. Du bist dran. Du bist dran. Steffen, lass uns beraten. Ja, warum soll der sich denn den falschen Bart holen? Ich habe die Vermutung, dass irgendetwas war und er war gefangen oder so. Irgendwie musste entkommen, ohne dass ihn Lex erkannt hat. Aber gefangen hat es ja also eigentlich ganz ausgeschlossen. Eigentlich. Weiß ich nicht. Ja, aber schon, ja, sie nickt. Aber es hat nichts, also ich meine, es hätte, also in witzigen Comics. Ich kann mir ehrlich gesagt absolut nicht vorstellen, dass man da irgendwie drauf kommen kann. Es ist so bescheuert, aber. Um was geht's denn da? War Supergirl mit einem Blauball involviert? Superman wurde durch das Kryptonit geschwächt. Hm. War verletzt und konnte nicht mehr laufen. Konnte wieder laufen, hat er den Bart gebraucht. Hm. Aber warum zum Geier? Frag doch mal, ob er eventuell angeschossen wurde mit dem Kryptonit. Wurde er mit Kryptonit angeschossen? Nein. Angeschissen? Es ist aber auch, dass er sich nicht ein Bart zugelegt hat, um vor der Öffentlichkeit unerkannt zu bleiben, weil es ihm nicht peinlich sein muss, ja, genau. Was da passiert. Aber ich, was da glaube, passiert aber ich was glaube, da die, passiert. Frage habe ich, die Frage hatten wir doch, glaube ich, schon gestellt. Aber Sie hebt einen Finger, ja, so will ich was sagen. Naja, also das ist jetzt nicht, also
es geht ja. nicht um peinlich sein, ja. aber es geht schon darum, vielleicht um das andere, was du gesagt hast, ist vielleicht unerkannt zu bleiben. Aber ich glaube, die Frage hatten wir schon, genau. Also den Bart, braucht er den Bart, um unerkannt zu bleiben? Das hatten wir genau damals, ja. Und ich meine, ich hätte auch schon gefragt, ob er ihn braucht, um zu fliehen oder zu entkommen oder so irgendwie. Das hätte ich schon gefragt. Ich glaub, das hast du nur in Weil habe ich jetzt nur in die Runde gefragt. Aber, also wir wissen, er braucht den Bart, um sich zu verkleiden. Braucht er den Bart auch, um von irgendwo fliehen zu können? Oder wegkommen zu können? Warum fliegt er denn nicht einfach? Nee, zum Wegkommen eigentlich nicht direkt. Also er braucht hinterher, also dann ist das ja Nein, oder? Ist ein Nein dann eigentlich eher. Also er braucht den Bart, um vor der Öffentlichkeit hinterher unerkannt zu bleiben. Genau. Ah, ich hatte gedacht, um von Lex unerkannt zu bleiben. Um Lex irgendwie entkommen zu können. Hat er sein, ja, dann hat er sein Kostüm die Brille, noch? Dann hat er die Brille, dann, die Brille ist weg. Ist die Brille weg? Nein. Ist die Brille weg? Klags Brille. Oh, Steffen. Steffen, du bist. Aber ich habe keine Idee. No. Also er war geschwächt durch Skryptonit und musste sich eine Tarnung zulegen. Ja, es ist jetzt halt, naja. Die Frage vielleicht ist, warum. Solltet ihr mal fragen, ob das jetzt mit dem. Ich habe eine Idee zu tun. Ob das was? Hat es mit seiner Identität zu tun? Es hat mit seiner Identität zu tun, ja. Ja. Also er sollte nicht als Superman erkannt werden. Genau. So. Jetzt ihr. Dann stell eine falsche Frage, damit ich weiterfragen kann. Frag, ob die Tarnung mit dem Kryptonit im direkten Zusammenhang hängt. Oder haben wir das schon gefragt? Haben wir schon gefragt, oder? Den noch nicht gefragt. Haben wir noch nicht gefragt. Die Tarnung im direkten Zusammenhang mit dem Kryptonit? Nein. Hatte Superman noch sein Kostüm an? Wenn sie jetzt die Antwort gibt, die ich hören will, habe ich die Frage falsch umgestellt. Oh. Das geht eigentlich jetzt nicht so richtig heraus hervor. Okay. Ich also, sag mal ja. Ich hätte gefragt, also das heißt, er war nicht nackt. Nein. Nee, die Antwort muss ja sein. Also er war angezogen. Er war angezogen. Nicht also, nackt ist angezogen. Jedenfalls, soweit ich das not hier raus erkennen ja. kann. It's not naked, man. Nackend. Warum? Es war eben. Es war Fasching also oder Kanum? Im Smashpoint snackt. Ja, nix snackt. Snackt hat eine ganz andere Bedeutung. Ja. Also, Smashpoint hat es andere. Snackt. Snuckt. Ja, ihr wollt nicht wissen, was das bedeutet. Nein. Nein. So, muss der Podcast eigentlich jugendfrei bleiben? Ja, oder? Nee. Nein, wir sind. Oder wollt ihr es doch wissen? Nein. War X-rated. War Fasching oder Karneval? Blitted. Nein. Weiß. Was war das? Fasching oder Karneval? War nicht. Halloween. Weiß der Lex Luthor bei diesem Fall, dass der Clark Kent Superman ist? Kommt ja. nicht davor? Der weiß das? Ja. Das kann doch überhaupt nicht sein. Das kommt mir aber so vor. Aber wer hat denn die Scheiße geschrieben? Ja. Da steht unten drauf, es Liebsner. Ja, das war ja nicht ich dann. Oh. Aber im Smashpoint hießest du so. Darf ich Steffen auch eine Frage stellen? Ja, bitte. Steffen, was hast du da für ein Spiel an Land gezogen? Was eins, hast das du dir Spaß dabei gedacht? Macht, gefälligst. Aber hat gefälligst Spaß also machen. Der Lex Luthor weiß, dass er klar kennt. Hat immerhin. Aber das Interessante an der Sache ist ja, er braucht den Bart, um sich zu verkleiden, aber er hat sein Superman-Kostüm an. Deswegen. Ja. Deswegen. Naja, ja, okay, das führt jetzt bestimmt ein bisschen so auf eine falsche Fährte. Deshalb sage ich auch, es geht jetzt nicht wirklich hier so daraus hervor, ja, das ist ja ob nur er dieses Kostüm Satz, anhat. Satz. Also ja. Am Ende der Geschichte wahrscheinlich Superman, aber nicht der. Ich bin der bärtige Superman. Sagen wir mal, am Ende der Geschichte hat das eher nicht an. Superman Prime. Aber am Anfang wahrscheinlich. Ist ihm das, Superman Bart. Ja, das
da ist ja wohl irgendwas passiert, dass dass er zum Schluss so wegstapfen muss. Mit Kryptonit. Ja, ich hatte halt die Vermutung, ob vielleicht... Weil er kann halt nicht fliegen durch das Kryptonit. Da haben sie wahrscheinlich nicht dran gedacht, dass er wegfliegen könnte. Ja gut, also es geht ja, nachdem er wieder laufen kann. Also, laufen. Es ist ja gut. Aber nicht fliegen. Ja, das wird jetzt hier nicht so richtig. Ach so. Die haben nicht dran gedacht, dass der Superkräfte hat, Superman. Liederlich recherchiert, muss ich sagen. Also Moses Verlag, da müssen wir noch ein bisschen üben. Moses Verlag. Ich muss sowieso sagen, dass es sehr... Komm, löse es einfach auf. Kommen wir nicht drauf. Dann nee, ich glaube kann auch, man Matthias kann dann die nächste Runde stellen. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ich finde, es ist so ein bisschen wirr. Es macht jetzt nicht wirklich, also ich lese es euch mal vor. Ist ja auch durch den Wirrweg gefahren. Genau, das ist alles Matthias Schuld. Also. So, hey. Jetzt passt mal auf. Ich jetzt bin kommt's gespannt, was ihr dazu bin sagt. Ich ja mal gespannt, ob das... Das ist wirklich... Ach, da wäre ich drauf gekommen. Die Zuhörer ja, so Bestand also hätte. Wenn ich es jetzt gewusst hätte, wäre ich drauf gekommen. Zuhörer, schreibt in die Kommentare, ob ihr das so gewusst habt. Eine Gesichtserkennungssoftware auf Ach, dem PC von Lex Luthor. Ja. Supermans Erzfeind hatte ein Pressefoto des blau-rot gewandeten Helden, wie dieser gerade einen Banküberfall vereitelte, selbsttätig mit Clark Kent getaggt und so seine Geheimidentität auffliegen lassen. Handlanger des Bösewichts lauerten Clark Kent daraufhin in dessen Apartment auf, finde ich jetzt irgendwie, steht überhaupt nicht im Zusammenhang, bewaffnet mit Schlagstöcken aus purem Kryptonit. Mehr tot als lebendig entkam der Stählern an dem Anschlag. Nachdem er sich einigermaßen erholt hatte, wanderte er nach Kanada aus und kaufte sich einen garantiert gesichtserkennungssicheren künstlichen Vollbart, um diesen ab sofort Was? In seiner neuen Tarnidentität als Holzfäller Bobby Dickinson zu so, tragen. Wir geben das auf hier. Ja, la. La 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 la. So. Wir sind wieder hier. Und gleich wieder weg. Haben uns nur versteckt. Matthias, bitte nicht singen. Er kann es nicht lassen. Soll ich lieber ein paar Eintracht-Lieder singen? Christina war im Smash Point, die Sängerin, nicht du. Lass uns die Hörer erlösen. Wollen wir das wirklich schon tun? Ja, also, auch wenn es schwer fällt. Wir spielen jetzt noch eine Runde ohne euch. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr wirklich gerne von uns erlöst werden wolltet jetzt schon. Oder, oder ob wir noch weiter dumm babbeln. Genau, und danach richten wir dann, ob es eine Osterepisode gibt. Genau. Genau, vielleicht verändern wir bis dahin nochmal. Neujahrsepisode. Oder eine Neujahrsepisode oder eine... Wie oft soll ich denn noch die Zeitlinie verändern? Wir sind wirklich betrunken, Episode. Oh ja. Ich möchte mal allen, die vorzeitig den Podcast verlassen oder abbrechen, sagen, dass wir auch bis zum Schluss durchhalten mussten. Die sollen sich das gefälligst bis zum Schluss anhören. Ja. Das ist wie, wenn man im Marvel-Film vor dem Abspann rausgeht. Eben. Ist man selbst daran schuld, wenn man nicht weiß, was am Ende passiert. So. Genau. So. Sollen wir eigentlich was zu Thor spoilern? Nein. Nächste Frage. Doch, können wir gerne machen. Am Ende sterben, am Ende sterben alle und Wolverine ist der Held. Nein, nein. Das stimmt gar nicht. Thor! 3-1. Nee, 0-0. Der war schlecht. 0-0 ja, war es gestern Abend, nicht 3-1. Ja. Ich war gestern Abend auch auf 0-0. So wie jeden Abend. Das war Comic Cookies Episode. Die Episode des Vergessens. Mit 67. Nee, 67, Dankeschön. In mit Kati. Matthias. Legende. Und mit meiner Wenigkeit. Und wir sagen tschüss. Die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank. Am Ende der Stadt. Am Rande des Universums liegt
der heutige Podcast? Gelungenermaßen. Äußerst im besinnlichen und vorweihnachtlichen Abschluss. Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber die Hörer auch nicht. Es geht um nichts. Es geht um nichts. Des Tages. Oder der Nacht. In der After-Credit-Podcast-Szene warten wir nur noch auf die Pizza. Tschüss.